Hallo und willkommen zurück auf dem Kanal, euer Wiki ist wieder für euch am Start. Ja, Going Medieval. Ich habe gerade mal noch ein bisschen hier vorbereitet. Für den Turm hier, der kriegt jetzt eine Außentreppe. Ich weiß zwar, dass wahrscheinlich hier niemand angreifen wird. Aber egal. Was ich mich schon gefragt habe, kann ich mit Fenstern nicht eigentlich Schießscharten bauen? Das müsste doch theoretisch funktionieren, oder? Das wäre jetzt was, was noch echt interessant zu wissen wäre. So, ich brauche jetzt hier innen dann wieder ein Treppenhaus in den Turm. Wir konstruieren dieses Mal von innen nach außen, sozusagen. Funktioniert das? Nein, ich muss das eigentlich so machen. Das Bodenkonstrukt hätte ich gerne in fest. So. Dann die Treppe. Das wird so ein massiver Haufen, hey. Aber wenn der fertig ist, wird der, glaube ich, cool. So, dann wieder den hier. Hier muss man ja dann auch noch hoch. So, weil dann wäre ja hier jetzt wieder Treppe. Genau, und dann geht es da nach links und dann da die Treppe hoch und dann... ja noch eine Reihe drumherum wegen der Treppe. Heißt theoretisch. Ach Gott, und bevor ich es vergesse, wie immer vielen lieben Dank an euch alle, ne? Für alle Likes, alle Kommentare, Dankeschön. Für jegliche Art der Unterstützung danke ich euch recht herzlich. Vielen Dank. So, und dann... brauchen wir nämlich hier nochmal. Eine Treppe, dann wird das Ganze nochmal eins breiter. Dieses in den Ebenen nach oben gehüpfe, das ist so anstrengend, finde ich. Sogar noch eins, ja. Ja, so halt nicht. Ich würde ja am liebsten einen Rundturm bauen, ne? Ja, und dann wären wir ganz oben angekommen. Ach so. Das ist jetzt ja blöd.
komm. Immer. Okay, geht nicht, dann doch so. Verkleinern. Das weg, genau. Weil da muss dann das so gemacht werden. Ihr. So. Vielleicht eins zu hoch war. Ja, das ist die Ebene. Ich bin zwei höher. Ich glaube, den oberen Teil nehme ich runter. Ja, doch. Das ist selbst mir ein bisschen zu viel. So. Das mit den Schießscharten würde mich halt doch schon echt interessieren, ob das gehen würde. Aber wenn die natürlich durch die Fenster auch raushacken können, ne? Wisst ihr, wenn man dann halt sagen würde, hier so. Ich muss das jetzt testen. Während hier eine Reihe das verlagern. Alter, bin ich erschrocken. Ja, nur wohin? Wir haben ja hier nur den Einer. Ja, da hoch halt. Nee, das müsste man anders machen. Moment mal. Ich müsste das, was jetzt hier Zinn ist. Ich habe, glaube ich, eine Idee. Die ist nicht besonders gut, aber ich habe die. Wir werden es im Nachhinein ja sehen. Ihr dürft mich auch gerne im Nachhinein belehren, dass es dumm war. So, das weg. Dafür mache ich hier dann eine Reihe hin. Dann kommt nochmal eine Reihe Zinn drumrum. Und dafür da halt Fenster. Achso, vielleicht geht das so schneller. Und hier oben drauf muss natürlich dann Boden. So. Sind die jetzt gleich hoch? Nein, der ist ein Stückchen höher. Und darum müssen dann Zinn. Endlich so. Zwei Schafe. Ach, seht ihr, die kommen sogar schon direkt zu mir. Trainieren. Trainieren. Sehr gut. Die ganze Zeit vergessen, ich kann doch auch die Zinnen einfach ziehen.
jetzt noch ein Katapult oben drauf. Ach je. Das wird auch so ein besonderes Projekt, behaupte ich jetzt mal. Aber hier sind die Leute ja noch ungeschützt. Ah genau, hier muss dann noch eine Tür rein, ja. Am besten da auch noch eine. Sehr schön. Wie sieht's eigentlich aus mit... Wir haben wieder nur noch hohe Nahrung. Ja, gut, wir hatten... Ja. Aber immerhin essen sie wieder alle in der großen Halle. Das ist doch schön. So, genau. Ihr habt das jetzt weg. Also, dann wäre jetzt mein Plan... Ah, ich hätte die doch wegmachen sollen. Ah. So. Nicht da unten. Also, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber dieses in den Ebenen hin und her gespringe ist schon anstrengend manchmal. Okay, nee, die muss doch auch weg. Dürfte ich jetzt die Zinne haben? So, weg. Achso, stimmt, der Boden muss ja erst gebaut werden. Ah, endlich wird alles zu Bier und so, das ist gut. Verdorbene Feldfrüchte. Nein. Warum? Aufgenommene Sonne. Aufgenommene Sonne 69, 100. Ne, okay, es hat damit nichts zu tun. Vielleicht sind es die Bäume. Und dann immer die gute Gerste. Die Johannisbeeren sind auch hart ausgeartet, ne? Warum steht ihr hier rum? Ach, weil die Treppe nicht gebaut ist. Caitlin, bau mal kurz die Treppe. Oh Mann, Alter. Rundtürme fände ich jetzt noch cool. Kannst du ja halt nicht wirklich bauen. Also du kannst ja die
Nee, kannst du nicht, ne? Ja, nee, kannst du eigentlich nicht. Obwohl, wenn du wie so ein Stoppschild baust, so achteckig, vielleicht und dann Rundbauteile nimmst, das könnte vielleicht gehen. Ah, okay, das fehlt noch. Genau, die Übersetzung. Alles gut, Jungs. Ihr werdet von Caitlin gerettet. Sehr schön. Dann ist der Turm auch bald fertig. Voll gut. Und hier würde ich gar keinen richtigen Turm tatsächlich bauen, weil... Wenn wir von dem ausgehen, wird das sonst auch wieder so ein... Obwohl... Wenn man das so macht... Wieso darf ich da wieder nicht anschließen? Müsste ihn vielleicht eins breiter machen, weil dann könnte man da wieder eine Treppe hochsetzen. Ja doch, das würde ja eigentlich vollkommen reichen. Wenn man jetzt sagen würde, der Turm wird eins breiter. Boden. So. Und dann ja gut. So. Oder was meint ihr? Wie oft ich mich schon in dem Spiel wegen sowas verbaut habe. Nicht Stabfallen. Einatmen, ausatmen. Einatmen, ausatmen. Schaf unbekannt ist gestorben. Ich raff das nie. Oh, das Eselchen. Stimmt, wir haben ja den Esel. Übersicht. Domestiziert. Transport. Der Hund. Ungeziefer bekämpfen können alle. So, dann Kampf nicht, aber trainieren. Schafe, Kuh, Hühner, der Esel. Weil der Esel soll ja irgendwann mal mittransportieren, ne? So, jetzt probiere ich das nochmal mit den Zinnen. Sehr schön.
Aber glaubt ihr, dass irgendwann mal in dieses Spiel Pferde reinkommen würden? Also so eine richtige Kavallerie aufstellen könntest? Ah, das ist auch fertig, gut. Bin mir immer noch nicht sicher, ob das eine der dämlichsten Ideen wird, die ich je hatte. So gleich zweimal nicht. Natürlich geht dann der Boden mit. Achso, dann sind die ja immer jeweils komplett irrelevant. Nee, dann lass mal die lieber mal weg. Ich habe schon wieder vergessen, das mit den Ebenen anzuklicken. So, das Großbauprojekt nimmt Form an. Sehr schön. Ich hoffe nur, dass die auf die Idee kommen, die unteren Sachen auch schnell genug zu bauen. Und ich hoffe, es bauen sich nicht so viele ein. Wenn ihr sehen wollt, ob das was wird und ob die Idee mit den Schießscharten funktioniert, schreibt es mir gerne in die Kommentare, ob das vielleicht funktionieren kann. Und ansonsten würde ich sagen, lasst einen Daumen nach oben da, liken, das ist das Gleiche, abonnieren, kommentieren. Danke für eure ganze Unterstützung, egal wie. Bis zum nächsten Mal, euer Wikisagt Wilsikowski.